Neuer GNTM-Zoff. Wird Brunner jetzt etwa zur Außenseiterin? Die kommende Folge von Germany's Next Topmodel verspricht schon jetzt wieder viel Drama, Zoff und Zickereien. Und dabei stehen ausnahmsweise nicht die Streithähne Zösep und Victoria Pallas, 19, im Fokus, sondern Brunner Rodriguez, 24, die von ihren Mitstreiterinnen anscheinend gemieden wird. Als ihre Tränentirade der vergangenen Woche in die nächste Runde geht, spendet keines der anderen Models Trost. Das Mitgefühl der Konkurrenz hält sich also in Grenzen. Der Teaser für die kommende Folge zeigt, wie am Set des Fotoshootings schluchzend auf der Toilette verschwindet. Weshalb die Brasilianerin ein paar Tränchen vergießt, geht aus dem Clip nicht hervor. Doch eines ist mehr als eindeutig, Trost kann sie zumindest von Konkurrentin Pia Riegel, 22, nicht erwarten. Es ist nichts Neues, dass die weint. Also mir ist das egal, lautet ihr Kommentar zu dem emotionalen Ausbruch. Was zu dieser Einstellung geführt hat, zeigt der kurze Ausblick nicht. Vielleicht ist es der Neid, der aus dem Kurvy-Model spricht. Schließlich konnte sich ebenso wie 17 die Chance auf eine 10- bis 12-seitige Fotostrecke der Deutschen in Stühl sichern. Macht der Erfolg die 24-Jährige jetzt zur Einzelgängerin? Das erfahrt ihr Donnerstag auf Pro7.